Jo, hallo und herzlich willkommen bei Back to Wolle. Es geht weiter mit einer neuen Folge. Yay, wir sind auf jeden Fall schon wieder schön fresh irgendwie mit dabei. Kurz mal gucken, wo wir hin müssen. Ich muss auf jeden Fall hier vorne, muss auf jeden Fall rein. Das ist das aktuelle Ziel, wo es auf jeden Fall hingeht. Und da gehen wir auch schon mal fleißig rein. So, da müssen wir nämlich hin zum guten Mann da, hier hinten. Geschafft. Kerl, ja, BD1. Ich freue mich, Grease wiederzusehen. Ich freue mich auch, Grease wiederzusehen. Ich weiß ja, wo die anderen sind. Sia war in der Vergangenheit gefangen. Maren ging auf Wanderschaft. Maren ging auf Wanderschaft. Bibu, Babu. Wer also, kommen ist der Fremde? Der sieht für mich nicht wie ein Raider aus. Schnell, mach irgendwas Nutzloses. Ganz ruhig. Wir wollen keinen Ärger. Wir wollen keinen Ärger. Leicht da drüben, Neuankömmling. Kannst sie gar nicht verfehlen. Sie gar nicht verfehlen. Hier muss er wohnen noch nicht. Ja, hier wohnt er. Oha! Nein! Du hast wohl geglaubt, du könntest uns reinlegen. Das war doch alles so ein Missverständnis. Das gibt's. Alter! Hey. Lass ihn los. Lass ihn los, du Affe. Wie wird das nicht gehen? Ding. Verkaufte uns ein unbezahlbares Relikt. Den Schlüssel, den wir so lange gesucht haben. Oh nein. Aber natürlich ist er gefälscht. Und noch falsch. Ich hab ihn für echt gehalten, Ravis. Ganz ehrlich. Er hat ihn für echt gehalten. Er glaubt dir. Solche Fehler dürfen nicht toleriert werden. Dies soll eine Warnung für all diejenigen sein, die glauben, die Bedlam Raiders hintergehen zu können. Nein! Tötet ihn. Oh nein, nein! Nee, so einfach geht das nicht. Genug. Geht einfach. Ja, verpiss dich einfach. Du wirst direkt auf die Fresse haben. Ein Jedi. Zeigt unserem Freund hier, wieso seinesgleichen tot sein sollte. Boah, warum? Du bist jetzt recht tot. Oh, scheiße. Du bewegst dich recht geschickt. Ja? Du musst dir schon mehr einfallen lassen. Bam, bam, bam. Oh, bist weg. Einfach mal Pudde macht. Wenn ihr nochmal kämpfen wollt, dann nehmt ihr uns. Ja, ich krieg's richtig auf die Fresse. Welch Vergnügen, nach so vielen Jahren einen deiner Art in Aktion zu sehen. Na, jetzt ist Maul. Ich krieg's richtig auf die Fresse jetzt gleich. Na, komm doch. Friedlich, dann kommst du aber beim nächsten Mal gesagt auf die Fresse. Wir sehen uns. Ja, bestimmt. Irgendwann sehen wir uns bestimmt wieder. Das ist der Dummer! Das ist der Held, der sich gegen die Bedlam Raider gewehrt hat! Ah, mein Retter! Ja, schön. Lass gut sein, Turgel. Turgel, komm schon her. Ja. Bist du Doma? Bin ich ja wohl. Wie heißt ihr? Jedi? Ich bin Kerl. Das ist BD1. BD1 und Kerl. Das wäre toll, wenn die Sache unter uns bleiben würde. Wir im Grenzgebiet überleben nur, weil wir zusammenhalten. Versteht ihr? Allerdings. Ja. Ihr hättet eben nicht eingreifen müssen. Dennoch habt ihr es. Ja, das habt ihr allerdings. Turgel, Schnauze. Wir bewahren euer Geheimnis. Kerl. Kerl. Ich bin sicher, wir beide können davon profitieren. Kerl.
Gut, dann gehen wir da noch mal rein. Oha, wir müssen kurz scannen. Guter Fund, BD. Ibu, Babu. Ah, was haben wir denn Schönes? Okay. Komm in Pailun Saloon. Der Saloon. Was können wir für dich tun? Ah, ein potenzieller Gast. Was darf sein? Nichts. Danke. Oh, das ist ein Fehler. Oh. Ich suche einen alten Freund. Vier Arme. Haarig. Großmaul. Oh. Vertikal beschränkt? Los, komm raus, altes Haus. Die Luft ist rein. Ich sag dir, Monk, die Bedlam Raiders werden der Untergang von diesem Ort sein. Es gibt keine Hoffnung. Null, nada, niente. Wie geht's dir, BD? Ah, Moment. Oh. Kerl. Kerl, lass dich nicht. Kerl. Du Sohn eines Boglings. Wie lange ist's her? Ich hab dich vermisst, Kleiner. Hi. Lass mich dich ansehen. Oh. Das sieht furchtbar aus. Ja, ja, ein bisschen komisch. Hey, passt du auch gut auf ihn auf? Und passt du auch gut auf die Mantis auf? Oh, bei unserem letzten Job gab es etwas Ärger. Was heißt denn etwas Ärger? Imperialen Ärger. Oh, das war ja klar. Hier auf Kobo treiben sie sich in letzter Zeit auch rum. Das Gyro der Mantis ist durchgebrannt. Wir brauchen deine Hilfe, um hier zu verschwinden. Ja klar, das kriegen wir hin. Los, setz dich schon. Hör zu, Mann. Gib meinem Freund was Besonderes zu trinken. Erfrischungen, ein Slippery Mouse. Was Besonderes zu trinken, ja, dankeschön. Willkommen in Pailun Saloon. Die beste Absteige diesseits von Celtrus. Ja, so wie du es sagst, wird's ihm nicht gerecht. Hier, was zum Runterspülen. Monk und ich haben den Laden vom Vorbesitzer bekommen. Was zum Runterspülen, ja schön. Er hat sich eine tödliche Blastervergiftung eingefangen von den Bedlam Raiders. Wir hatten schon das Vergnügen. Geht's dir gut, Grease? Oh, klar, sicher. Solange ich nichts hab, was die wollen. Hey, Leben geht's gut, ist schon mal gut. Passiert? Oh, wir waren auf Coruscant. Infos für Sorgerera einholen. Es ging schief. Nur zwei von uns konnten fliehen. Na, der Rest nicht. Alles, was ich mache, ist sinnlos. Und die Macht des Imperiums wird größer. Seid sicher. Das Team getrennt hat, das ist nichts wie früher. Ja, wir hatten eine schöne Zeit, nicht wahr? Ich, du, die Weltraumhexe, Seer. Hast du mal wieder mit ihr gesprochen? Marin ist ständig unterwegs, erforscht neue Planeten, findet neue Freunde. Ich hab Seer gemeint, Kleiner. Nein, ist eine Weile her. Du? Tja, ihre Kredits haben uns geholfen, den Laden zu eröffnen, aber hier war sie noch nicht. Sie ist noch nie da. Neuen Projekt. Hey, Kerl, wieso entspannst du dich nicht etwas, bevor wir die Mantis reparieren? Die Galaxis kann für ein paar Stunden warten. Ah, wir sollten lieber schnell aufbrechen, wenn wir hier fertig sind. Ich habe unten im Keller einen Raum extra für dich vorbereitet. Den solltest du dir ansehen, Kleiner. In Ordnung. Oh, es gibt einen Raum für mich. Geil, den gucken wir uns auf jeden Fall an. Es gibt mir einen Raum für mich. Ja, wo ist ein Raum? Unten im Keller. And I'm walking in Memphis. Ach, jetzt wollen wir hier anderen. Dann können wir es untersuchen. Untersuchen. Diese Bühne hat schon bessere Tage gesehen. Ja, ich kann nicht hochspringen, kann gar nichts machen. Hm. Ach, hier ist der Keller oder was? Hier ist der Keller. Das ist die Küche. Der Keller muss da drüben sein. Der Keller muss da drüben sein. Ist der Keller hier? Ja, yeah, Keller. Oh. Wow. Grease hat sich selbst übertroffen. Oh. Hier kann man sich hinlegen. Ausruhen. Dann gleich noch eine Runde Spiel schon. Ach, einfach mal gut eine Runde hinlegen. Schlafen. Wow. Du redest immer noch im Schlaf. Hm? Tja, manches ändert sich nie. Du Spinner. Voll die Narbe, sieht man das doch ja, ne? Überall Narben einfach.
mich hier ausruhen darf. Klar doch. Warum habe ich wohl all die Jahre deine Sachen aufbewahrt? Ich habe gehofft, dass du mal vorbeikommst und ein Päuschen machst. Es gibt immer Ärger, wenn ich irgendwo zu lange bleibe. Du hast gesagt, hier liegt irgendwo ein Ersatzgyro rum. Wir haben noch viel Zeit, um die Mantis zu reparieren, aber jetzt will ich ein bisschen über dich reden. Mir geht's gut. Ja, lass mal ein bisschen über dich reden. Über mich reden, über dich reden. Und dann willst du vielleicht mit Sorgerera Unruhe stiften? Womöglich. Ja, wenigstens einer muss doch kämpfen. Witzig, genau dasselbe. Wenigstens einer muss kämpfen. Auch gesagt, als wir uns getrennt haben. Ja, weil ich... Hör zu. Ihr hattet eure Gründe zu gehen, aber für mich ist Aufgeben keine Option. Ich muss weiterkämpfen. Und wohin hat dich das geführt, Kerl? Ich wünschte, es wäre anders, aber du verlierst immer mehr Leute und du hast selbst gesagt, dass das Imperium jeden Tag stärker wird. Womöglich wird es Zeit, dass du mehr bist als nur dein Lichtschwert, mein Junge. Denk mal an dich selbst, lass dich nieder, finde ein Zuhause. Denk mal an mich selbst. Zuhause, Grease? Es gibt kein Zuhause. Der Orden ist weg, wie auch mein Lehrer. Ich habe alles verloren. Sollen sie etwa alle umsonst gestorben sein? Ja. Ich kann auch nicht den Kopf in den Sand stecken. Ich weiß, du hattest das wirklich nicht leicht, aber Kerl, vertrau mir, denn ich hab's erst auf die harte Tour gelernt. Wisse, wann du bei einem gezinkten Spiel aufhören solltest. Sonst wirst du irgendwann etwas verlieren, das du nie wieder ersetzen kannst. Ja, deine neue Frau oder sowas, die dann irgendwie rumschnallern, Dings, da keine Ahnung, ja. Der muss ich jetzt selbst finden. Komm, ich will dir was zeigen. Oha, jetzt geht's weiter. Das ist ein Schmugglertunnel. Komm zusammen mit der Kantina. Oh, ein Schmugglertunnel. Ich hab da unten ein paar Ersatzteile. Ich wette, dort wirst du alles finden, was du brauchst, um die Mantis wieder flott zu machen. Danke. Ich weiß es zu schätzen. Oh, danke schön. Kerl, darf ich dir eine Sache sagen? Es tut wirklich gut, dich wiederzusehen. Dankeschön, es tut auch gut, dich wiederzusehen. Ja, dich auch. Das ist cool. Grease. Ich denk drüber nach. Ja, denk drüber nach. Hey, pass auf, wo du da unten hintrittst, ja? Ich habe ein kleines Problem mit Ungeziefer. Ah, kein Problem, die baller ich eben kurz weg. Oh, ein Lichtschwert. Dafür habe ich ein Lichtschwert. Zack. Auf geht's. Alte Schmugglerstollen, ha? Grease hatte immer ein paar Geheimnisse im Ärmel. Oh, ich irgendwie schon viel. Ist er schon wieder weg, oder was? Yeah. Okay, aber jetzt keine Vieh hier. Scannen. Gut gemacht. Okay, da kommen wir nicht längs. Gut. Gibt es ja nur einen Weg. Es ist ja meistens immer nur einen Weg vor. Es gibt ein paar andere Wege, aber die sind, da findet man irgendwie noch irgendwas. Ja, was ist Autsch. Sorglinge. Haben die Grease so erschreckt? Oh, so los mit dir. Okay. Bist du klein und flauschig, ne? Ja. Hier längs? Nee. Das Hai. Oh, hier kann ich längs. Geil, hier kann ich längs. Okay. Es gibt einen Weg, genau. So war das. Aha. Oder unten. Da sind die Viecher auf jeden Fall. Hier muss ich rüber. Ich sehe das schon. Oh, der ist er doch. Nee, 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 soll ich. Rüber geht's, zack, zack. Hier ist irgendwas kaputt gegangen gerade. Die wurden schon sehr lange nicht benutzt. Die wurden schon sehr lange nicht benutzt. Oder unten ist auch irgendwas, aber ich glaube. Oh, da unten müsste ich bestimmt erstmal ein bisschen prügeln. Die Frage ist, wie komme ich hier nachher wieder hoch?
mir das Teil da unten auf jeden Fall holen. Na gut. Komm. Bam. Oh fuck. Egal. Mach mir kurz weg. Bam. Scannen. Ich will den, will ich auf jeden Fall haben. Den will ich haben, deswegen bin ich hier hingegangen. Den will ich auf jeden Fall gönnen. Ah, sehr schön. Fähigkeit erhalten. Was sag ich mit ihm hier? Warum macht er? Was macht er da? Hm. Da komme ich nicht hoch. Komme ich hier hoch? Nein, auch nicht. Hier kam ich auch nicht hoch. Ah, hier komme ich auf jeden Fall wieder hoch, ne? Ja. Easy going, easy going. Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Hier komme ich auf jeden Fall hoch. Tja, hier weiter geht's. Oh, fuck. Okay, aber ich hab sie. Alles gut. Gott, so richtig komisch verlaufen hier, aber sonst alles gut. Alles gut. Und die Macht möge mit dir sein. Bam. Rein da. Verstaubt und verlassen. Verstaubt und verlassen. Was ist das hier denn? Aber hier ist auch noch, hier kommt man auch nicht durch. Okay. Hier kommt man auch nicht durch. Oh, scannen. Noch mehr Schrott, was? Überlassen wir es Grease, den Schrott anderer Leute zu sammeln und noch mehr Schrott anzuholen. Ja. Überlassen wir den Schrott auf jeden Fall. Oh, pack. Der hat mich, oh, der hätte mich fast weggeballert. Da wäre ich fast runtergefallen. Hops. Ui, hops. Okay, da unten. Da hinten kann ich längs. Was ist hier? Komm ich hier raus? Nee. Die geht von hier nicht auf. Die Tür ist verschlossen. Gut, dann muss ich ja doch hier. Dann muss ich ja hier längs. Und hops. Bam. Ist er das nicht? Ist es das? Das ist er doch. Ja, jetzt kommt gleich ein großes Vieh. Ich sehe es doch schon kommen. Oh, oh. BD, BD! Oh nein, nein! So ein Scheiß schon wieder. Ah, fuck! Wo fällt er da jetzt rein? BD! Au, 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 au. Ah, ist das schmerzhaft. Nicht glotzen, sondern springen. Au, 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 au. Oh, hier unten kann man wieder speichern, das ist schon mal gut. Soll ich gleich mal machen? Schneller wir bei Grace sind, desto. Was ist das hier? Scheiße. So, irgendwas so. Was ist denn das? Wo sind wir denn jetzt hier gerade? Okay, erstmal machen wir auf jeden Fall Fähigkeiten. Dann, ja, machen wir Überleben. Was haben wir hier ein fleißiges? Leben wie, Sinnbehälter reduziert den nötigen, also das hier. Das maximale Leben erhöht sich. Ja gut, wir nehmen das maximale Leben, glaube ich. Bam. Das ist gut. Oh, wir haben noch einen Fertigkeitspunkt. Dann nehmen wir noch einen auf, Macht auf jeden Fall. Jetzt haben wir hier. Verlängert die Dauer der Verlangsamung vom Gegner. Das ist auch gut. Den nehmen wir auch. Der ist auch gar nicht mal so verkehrt. Das ist so ein geiler Move, dass man das auf jeden Fall hat. Das ist schon nice so. So, dann hier raus. Dann auf jeden Fall nochmal kurz ausruhen. Ist gerade ein bisschen hart gefallen. Von da ist es auf jeden Fall gut, dass man hier mal kurz ausruht. Dann gucken wir kurz, was wir hier als Schönes haben. Hier ist jetzt nichts. Hier ist jetzt nichts. Hier ist jetzt nichts. Hier ist jetzt, sind wir sicher aber irgendwo runtergefallen. Einfach mal irgendwo in die Walachei reingefallen. Okay, cool. Ups. Erinnert mich fast an das Übungsgelände der Jedi. Aber es fühlt sich sieht fast so aus, ja. Älter. Muss ich hier, ich muss hier bestimmt. Ach, muss ich hier nicht wieder rüber? Ich probier's aber. Hopp, hopp.
Bam, vielleicht ist es ja da übrigens gelandet, der Jedi. Okay, lalalala. Und hopp. Zack. Ah, geil, ne? Wo muss ich hier jetzt längs? Hier, hier, hier. Ach, ich glaube, ich weiß, wo ich muss. Hopp, hopp, hopp. Ah, nein, nein, hopp. Und hopp. Wieder hoch. Hui, da sind wir oben. Geil, geil, geil. Das ist so witzig. Jetzt kann ich hier hinten noch irgendwas machen. Hier hätte ich jetzt auch wieder rüberspringen können, um irgendwie da hinten hinzukommen. Da bin ich ja gerade hergekommen. Ah, ne, ich bin da nicht. Doch, ich bin hier hinten, hier unten hin und hier, ja. Jetzt auf jeden Fall nirgends und nichts längs. Dann muss ich Licht an. Hier wieder irgendwas. Ach, hier scannen. Scannen. Okay. Oh, hier kann ich weiter. Okay, hier kann ich weiter. Nicht so. Hier kann ich schon weiter. Gibt's immer noch Strom? Vielleicht funktioniert hier noch mehr. Was ist denn das? Hallo? Oh, Feuer, was hier an ist. Okay. Ah. L2. Wo kann ich den jetzt reinsetzen? Hier oben. Oh fuck. Wo kann ich den dann jetzt reinsetzen? Muss ich gerade mal gucken. Hä? Da hinten? Da oben? So, hier, ja. Okay, das macht Sinn. Denkst du, die hält uns aus? Ne, gibt da natürlich keinen mehr raus. Okay, gut, dann müssen wir jetzt mal weiter. La, 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 la. Oh, was haben wir hier denn? Scheiße, was ist da denn passiert? Wer ist er denn? Vorsicht, BD. Das ist ein alter Krieger. Ist das kaputt? Hallo, bist du putt? Ja, Rückblende. Ich kam so schnell wie möglich, Meisterin Kree. Tut mir leid, aber es muss sein. Tut mir leid, es muss sein. Hat mein Gedächtnis komplett gelöscht? Nein. Nur das, was der Rat verlangt hat. Dann werde ich mich... Nur das, was der Rat verlangt. Ich bin bereit. Wie lautet dein Name, Droide? ZNA4 natürlich. Wie kann ich dem Orden dienen? Sie. Oh nein, er wurde auch gelöscht. Sag mir, wie ich durch den Kobo-Abyss komme. Diese Information befindet sich nicht in meinen Speicherbänken. No. Meisterin Kree? Ihr wisst, dass die Republik eine komplette Evakuierung angeordnet hat. Ich weiß. Ich weiß. Darum habe ich eine sehr wichtige Aufgabe für dich, See. Hier für dich. Ein Stimmer? Oh, ein sehr gutes Modell. Oh. Geht hier ab. Benutze ihn, um die Waldanlage zu öffnen. Reise unterirdisch. Halte für niemanden an. Das ist ein Befehl, See. Komme ich nicht mit Ihnen? Nein. Nein. Der Schlüssel nach Tannelor ist in dieser Anlage. Du musst dich beeilen. Ich fürchte, sonst ist alles verloren. Möge die Macht mit dir sein. Ja, möge die Macht mit dir sein. Hm, wo geht das hin? Ach, hier, hier hinten ist ein Tor.
Da hinten ist ein Tor. Okay. Ich glaube, dieser Droide ist seit Jahrhunderten hier. Oh, oh. Guten Tag. Oder ist es Nacht? Etwas stimmt hier gar nicht. Ist dein Name Sie? Ja, das stimmt. Aber woher? Oh, nein. Ich stecke fest. Ich bin hier seit... Wie viel Zeit ist vergangen? Ich bin Kerl. Das ist BD. Wir werden dir helfen. Freut mich, Sie beide kennenzulernen. Ich würde Hilfe sehr zu schätzen wissen. Kann ich die einfach so wegballern? Okay, das geht nicht. Oh, fast wäre ich runtergefallen. Warte mal, sehen, ob es hier noch irgendwelche Kugeln gibt. Kugeln. Wie soll ich den jetzt befreien? Geil wäre es ja, wenn hier irgendwelche Kugeln geben würde, aber... Was ist hier denn? Gut. Ist hier hinten vielleicht eine Kugel einfach? Hallo, ich will eine Kugel haben. Sie. Ja, ich bin ein Jedi. Aber ihr tragt nicht einmal die üblichen Roben. Ich trage lieber einen Poncho. Natürlich. So, jetzt haben wir den wieder hier drinne. Die einfach schon mal da rüber ballern. Wenn ich runterfallen will, ist geil. Wenn sie nicht runterfallen würden, wäre es geil. Zack. Fall euch denn nicht runter! Nach dem Hinweis fragen. Anscheinend aktivieren die Kugeln diese Brücken. Ja, aber... Wenn ich hier jetzt bin, kann ich die Kugel ja nicht da hinten jetzt nicht mitnehmen. Doch, kann ich, okay. So. Ah, macht ja so viel Sinn jetzt schon wieder alles. Hallo, was bist du hier? Okay. Ah, hier machen wir. Integrieren. Zack. Benutzt die Kugeln, um die Brücke zu aktivieren. Dann könnt ihr die Kransteuerung bedienen. Jetzt. Ich dachte, ich brauche ein bisschen länger dafür. Bei diesen Droiden ist mehr als ein Schrauberlock. Was war das? Ich hab gesagt, durchhalten Sie. Oh, ja. Das hat nicht funktioniert. Ich habe eine neue bekommen. Okay, ist gut. Nein, oh, fuck. Komm mit. Oh, kleine süße Kugel. Kugel. Zack. Ach, da brauche ich zwei für, okay. Dann nehmen wir die auf jeden Fall auch nochmal mit. Zack. Brauchen wir jetzt auch nicht mehr, den können wir jetzt auch noch nicht aufbekommen. Um den hier hinten jetzt auch nochmal wieder aufzukriegen. So.
Gut. Bist du frei. Ja. Lasst euch Zeit. Ich sitze hier erst seit ein paar Tagen, ja, natürlich. Ich habe eure Namen nicht in meinen Datenbanken. Hm. Wann habt ihr die Prüfungen abgelegt? Hab ich nie. Ich wurde bei einer Mission zum Retter. Und was war der Grund? Okay, hier komme ich jetzt gar nicht durch. Muss ich erstmal wieder. Lange Geschichte. Bam. Und öffnen. Öffnen. Was haben wir denn Feines? Ja, ja. Jedi, Dings der Lackierung. Geil. Hilft mir nichts. Oh, hier kann man hoch, glaube ich. Probier's aber mal. Zack, 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 zack. Zack und hoch. Zack, und hier bin ich wieder hoch. Aber hier ist auch wieder so ein Teil. Ach so, hier unten ist das. So, hier dann integrieren. Bam. Prüfungen hin oder her. Sie haben es geschafft. Kommen Sie zu mir. Sie haben es geschafft. Ja, ich hab's geschafft. Bam. Wo ist er denn? Da so. Helfen. So. Na komm. Nichts zu danken. Entschuldigen Sie mich, ja. Oh, ja. Bibu, babu. Darf ich mal sehen? Nun, ich muss zugeben, ich benötige eine Reparatur. Oh, eine Reparatur, ja. Jetzt wird er repariert. Vom Schrotthändler. Haha. Sehr schön. Schön, dass jetzt die ganzen Leute so alle schreiben. Na gut, ich nehme auch gerade einen Heiligabend auf, von daher. Da kann das passieren, dass die Leute manchmal irgendwie schreiben. So ungefähr. Das reicht erstmal. Wir müssen hier nur irgendwie wieder raus. Oh ja, das ist der Weg. Das ist der Weg. Genau. Er kennt den Weg, wir müssen ihm nur hinterher gehen. Eine Meditationskammer, ja, sehr schön. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nur nicht mehr, wozu es gut ist. Meisterin Kree hatte einen brillanten Könntet ihr sie kennen? Kann ich nicht behaupten. Egal, aber ich sehr schön, kann man was mitnehmen. Widerstandskraft. Ich hatte großes Glück, dass ihr im richtigen Moment gekommen seid. Ja, du hättest ewig hier unten bleiben können. Ja, ganz schön lange auf jeden Fall. Ja, kann bestimmt die Tür öffnen. Sie, dieser Planet, den ihr erwähnt habt, wie ist der so? Oh, ein Fahrstuhl. Wie komme ich da hin? Durch den Kobo-Abyss. Das muss das Wissen sein, das deine Meisterin aus deinem Speicher gelöscht hat. Tja, sie wird ihre Gründe gehabt haben. Ja. Öffne dich. Oh, wir sind hier oben. Der Jedi ist da. Als ich zuletzt hier war, stand noch nichts von alledem. Der Himmel war voller Meteoriten. Ja, es ist nicht mehr da, ne? Oh, ich hab wohl sehr, sehr lange geschlafen, nicht wahr, Kerl? Ja, ein bisschen länger. Du bist nicht allein, ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Ich helfe dir, dich zurechtzufinden. Er hilft dir, zurechtzufinden. Ja, ist gut. Na komm. Na komm. Lasst uns gehen. Ich bin gleich da, Kerl. Warten Sie nicht auf mich. Oh, was für seltsame Gebäude. Meine Güte. Was war das? So, hier müssen wir reingehen. Hallo. Ist auch schon hinter mir, okay. So. Ich bin kein Spion der Bedlam Raider. Ich bin ein Freund von Karl Kestis. Karl, was ist?
Ich hab dir gesagt, Kumpel, du bist in der falschen Kantina. Ich hab noch nie von einem Carl Kestis gehört. Hey, Grace. Ach, hey, Grace. Kestis. Ich hab das Gyro. Du bist da. Schön, dich zu sehen. Grace Stridus, das ist Bode Kuna. Er war auf Coruscant. Er war auf Coruscant. Ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Oh, ohne ihn hätte ich nicht überlebt. Freut mich wirklich sehr. Allerdings ist es leider so, dass ich kein Bett mehr übrig habe. Moment. Noch so einer? Carl, du hast die sehr schlechte Angewohnheit, Streuner aufzulesen. Ich bin ZNA4, bescheidene Dienerin des Ordens der Jedi. Oh, sie ist nicht auf dem Laufenden, ne? Sie war unterirdisch gefangen. So ein Design habe ich noch nie gesehen. Schon fast ein antiker Droide. Hast du da unten vielleicht was gefunden, das Kredits wert ist? Ha, Kredits? Ha. Carl, sie haben mich gerettet, aber ich muss sie um noch mehr bitten. Oh, ich wusste es. Meisterin Santari befahl mir, die Waldanlage zu öffnen, aber in meinem Zustand kann ich diese Pflicht nicht erfüllen. Bitte. Wenn ich scheitere, ist der Schlüssel nach Tenelor vielleicht für immer verloren. Für immer verloren. Moment. Sagtest du gerade Tenelor? Du hast davon gehört? Das ist eine alte Prospektorenlegende über eine verlorene Welt voller Schätze. Vielleicht beweist der Druide, dass es kein Mythos ist. Sollten wir uns ansehen. Ja, aber erst werde ich die Mantis reparieren, bevor die Raiders sie holen. Ich werde mit dir gehen. Du reparierst und ich passe auf. Ist er so hart, wie er aussieht? Neben Seer kenne ich keinen besseren Scharfschützen. Okay, wir schauen nach der Mantis. Und ich sehe nach, was da im Wald ist. Danke, Kerl. Sobald ich wieder... Was da im Wald ist... Moment, altes Mädchen. Während die tapferen Helden aufbrechen, könntest du noch die Schubdüsen runterfahren. Hier nach. Ich kümmere mich um deine Wartung und erzähl dir, wie es um die Galaxis bestellt ist. Oh, mein Lieber. Kerl, ich werde den Salon schließen, bevor ihn die Raiders noch zerlegen. Na, ist gut. Ja? Salon-Kunden. Für den Außenposten rekrutieren, was? Im gesamten Ganzen kann neue Bewohner treffen, sich zu verbessern. Okay. Ja gut, er gewinnt zu bald, oder was? Hier bin ich und da hinten ist der Wald, okay. Das klingt ja eine lustige Sache. Dann brechen wir mal auf und latschen mal einen Wald. Wald. Oh, untersuchen. Das ist das Tor, das sie erwähnt hat. Ja, das ist das Tor, das Dings erwähnt hat. Oder oben ist ein Speicherpunkt. Speicherpunkt, sehr gut. Also ich erzähle, dass man hier irgendwie einen Stall, sich irgendwie ein Vieh hören könnte, oder? Keine Ahnung. Ich hab mal gar nicht hier, ach Mann. Was ist das denn? Also Steine. Na, mal gucken, ob ich hier nicht einfach hochkomme. Wenn wir hier einfach hochlatschen, dann wäre das ein bisschen schneller, ne? Ach, hier ist ein... Dock auf jeden Fall. Ach komm, ach, hier hinten kommen wir gar nicht weiter. Ich komme gar nicht hoch, dann muss ich hinten sowieso wieder runter. Schade, ich hätte weiterkommen können. Was ist das denn hier? Ein Flugzeug. Mann, warum habe ich hier so ein cooles Flugzeug? Auch keiner erzählen, ne? Hops. Oha. Ja, das war's halt dann. So, zack. Nee. Oh, fuck. Da war noch einer. Den habe ich nicht gesehen. Hier unten können wir noch hochgehen. Was gibt's hier hinten noch? Hier hinten. Das klingt gefährlich. Wo reden die denn?
Boom. Bam, und du bist im Arsch. Oh. Ja, das sind einige Typen. Oh, hat gemacht. Ich habe ja gar nicht gesehen gerade. So, hier hätte ich hochlaufen können, okay. Hier hätte ich hochlaufen können. Hätte ich hochgehen können? Ich glaube, ich muss aber hier hinten irgendwo wohnen, ne? Wo muss ich denn hin? Hier muss ich hin. Hier kann ich hier, hier kann ich hier, hier kann ich Dingser, hier bin ich. Ich muss da hinten hin, ne? Ich glaube, ich muss da hinten noch irgendwie links. Ich glaube, ich hätte gar nicht umnieten brauchen. Hm. Ja, ich hab's trotzdem gemacht. Aber hier hinten ist eine Brücke, die gar nicht runtergeht. Ist ja langweilig. Ich glaube, ich trotzdem irgendwo hier hinten längs. Darüber springe ich, mach's einfach mal. Ups. Okay, doch. Schwindelfläche. Ja. Wieso kannst du hier wieder längs gehen? Der Weg ist vorbestimmt. Da. Und hopp hoch. Hervorragend. Hier ist wieder ein schön Speicherpunkt. Dann werde ich mir eben kurz mal speichern und ja, dann werde ich jetzt mal wieder aufhören mit der. Wieso kann ich mich nicht ausruhen? Ach, da. Ausruhen. Denn heute ist ja auch Heiligabend, haben wir ein bisschen was zu tun, von daher, yay, let's go auf jeden Fall. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch allen einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal auf jeden Fall, sagt ihr auch schon, der Ecto Wolle. Tschüss.